Also mein Umfeld und Freunde und Bekannte, Familie, die wissen natürlich, dass ich durchaus mir eine gewisse Kreativität angeeignet habe. Ja, und dass ich durchaus auch das ein oder andere, was vermeintlich nicht geht, dann trotzdem mache, weil es eben bei mir dann eben doch geht. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich meinen Rollstuhl auch einfach mal stehen lassen kann und mich irgendwo hintragen lassen kann oder so, weil ich einfach auch schon den ganz großen Wunsch habe, sozusagen mich nicht ausgrenzen zu lassen und bei allem mitzumachen. Dann muss man einen Moment warten, weil erst das Computersystem hochfahren muss, was hier das ganze Auto managt. Genau, und dann muss ich jedes Mal vor Fahrtbeginn einmal testen, Motor, also Bremse, Motor und die Lenkung. Und das mache ich alles mit dem Joystick hier an der Seite. Ich war auf einer inklusiven Schule sozusagen und habe da eben schon auch gelernt, dass es wichtig ist, alles mitzumachen. Auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann mal eine Barriere gibt, die man irgendwie überwinden muss. Hätten Sie ein Problem, zu jemandem zu sagen, kannst du mich da bitte gerade mal hintragen? Wenn es jemand Fremdes ist, ja. Also von fremden Leuten nicht, aber von Freunden Bekannten oder so, das ist völlig normal, dass man mich da immer wieder mal irgendwo hinträgt, weil ansonsten müsste man tatsächlich zu viele Kompromisse eingehen. Mhm. So. Also man findet wenig Restaurants, wenig Party-Locations oder ähnliches, die tatsächlich barrierefrei sind. Mhm. Wenige Bars, wenige Kneipen. In Berlin geht es alles noch tatsächlich, aber in anderen Städten ist es dann nochmal ein bisschen anders. Thank you.